Entwicklungspolitik ist in die Tat umgesetzte globale Verantwortung. Eines ist übrigens bemerkenswert in der Diskussion um die internationale Rolle Deutschlands. Es ist nämlich weitgehend Konsens, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen muss. Nur wie diese Verantwortung aussehen soll, daran scheiden sich die Geister. Verantwortung muss vor allem die Stärken Deutschlands nutzen. Dazu gehört ganz besonders unsere Entwicklungspolitik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Vernetzung ist die deutsche Entwicklungspolitik international ebenso gut aufgestellt wie hoch angesehen, weil wir vor Ort präsent sind, auch mit unseren Durchführungsorganisationen. Im Krisenbogen mit allein mehreren tausend Mitarbeitern vor Ort. Und weil wir anerkanntermaßen schnell handeln und weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Gebern unsere Programme und Projekte in der Tat wirksam umsetzen. Wir gestalten so eine Entwicklungspolitik made in Germany, die nicht einfach das macht, was andere auch können, sondern spezifische Lösungen in spezifischer Qualität in einer partnerschaftlichen Vorgehensweise umsetzungs- und ergebnisorientiert anbietet, eben typisch deutsch. Und dies sowohl in unserer Grundorientierung als auch in unserer Umsetzung. Wir haben eine werteorientierte Zusammenarbeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und ich stimme völlig zu, dass Gleichgültigkeit für Deutschland niemals eine Option sein kann. Weil uns das Schicksal anderer Menschen nicht egal ist, wird sich die Entwicklungspolitik in dieser Legislaturperiode stärker in schwierigem Umfeld und besonders in fragilen Staaten engagieren. Wir gehen mit unserer Politik dahin, wo die Not am größten ist. Entwicklungspolitik braucht dabei natürlich ein Mindestmaß an Sicherheit. Ohne Sicherheit keine Entwicklung. Kein Bauer wird sein Feld bestellen, wenn er davon ausgeht, dass es in kurzer Zeit abgebrannt wird. Keine Eltern schicken ihre Kinder zur Schule, wenn sie Angst haben, dass ihre Töchter und Söhne auf dem Schulweg erschossen oder entführt werden. Aber Sicherheit bedarf genauso ein Maximum an nachhaltiger Entwicklung. Ohne Entwicklungsperspektiven gibt es langfristig keine Stabilität und keine Sicherheit. Komplexe Konfliktsituationen lassen sich nicht lösen ohne eine Strategie, die tiefer liegende strukturelle und gesellschaftliche Probleme in den Blick nimmt. Genau das ist der Kern von vernetzter Entwicklung, von vernetzter Entwicklungspolitik und eben nicht lediglich von vernetzter Sicherheit. Herzlichen Dank, lieber Dr. Kitschelt, für Ihre Ausführungen. Ich gebe das Wort dann gleich weiter an unseren zweiten Referenten, Herrn Dr. Thomas Bagger. Herr Dr. Bagger ist Leiter des Planungsstabes beim Auswärtigen Amt und hat durch mehrere Tätigkeiten im Ministerbüro im Auswärtigen Amt in der Vergangenheit sicherlich mit den diversen Krisen der Region hautnahen Kontakt gehabt. Wenn wir schauen auf diese Nachbarschaft, dann ist die erste Feststellung, dass die Krisen und Konflikte in der Tat näher an die Europäische Union herangerückt sind. Das haben wir ursprünglich hauptsächlich auf den Süden bezogen und auf die Mittelmeerregion, aber es gilt inzwischen auch für den Osten Europas. Und das Zweite, und deshalb glaube ich, dass die europäische Nachbarschaftspolitik insgesamt zu den wichtigsten und elementarsten Dossiers gehört, denen sich eine neue Führungsmannschaft in Brüssel, in der Kommission wird annehmen müssen ab Herbst dieses Jahres. Und wir haben gemeinsam auch im Weimarer Dreieck unter den Außenministern Deutschlands, Polens, Frankreichs Anfang April eine Initiative dafür auf den Weg gebracht, die wir hoffen, in diesem Herbst gemeinsam mit den Partnern und mit den Brüsseler Kollegen konkretisieren zu können. Weil Nachbarschaftspolitik in der Tat keine technokratische Übung der Kommission sein kann. Es kann sich auch nicht nur um erhebliche Mittel handeln, die für gute Zwecke ausgegeben werden, sondern es braucht die unmittelbare Rückkopplung auch an den politischen Dialog, an die politischen, auch geopolitischen Entwicklungen in unserer Nachbarschaft. Das ist vielleicht eine, wenn nicht die Lektion, auch aus der Krise in Sachen Ukraine in den letzten Monaten. Wir kommen nun zum letzten Statement von Dr. Andreas Jacobs. Ich glaube, generell muss man sagen, dass wir den Einfluss externer Akteure in dieser Region überschätzen. Das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Einerseits liegt es daran, dass
das Narrativ des externen Einflusses gezielt benutzt und gefördert wird von den Akteuren in der Region. Wir haben das sehr stark bei Maliki gesehen. Das Erste, was er gesagt hatte nach der Invasion oder nach den militärischen Aktivitäten der ISIS, das seien ausländische Akteure, die seien Irak quasi überfallen und wieder aus dem Irak herausgedrängt werden müssen. Er hat natürlich nicht gesagt, dass das Problem zum ganz großen Teil hausgemacht war. Und er hat auch nicht gesagt, dass er gleichzeitig sich selber Hilfe bei ausländischen Akteuren, in dem Fall eben dem Iran, besorgt. Das heißt, der Topos der ausländischen Einflussnahme wird immer stärker betont. Gleichzeitig ist mein Eindruck aber, dass dadurch der reale, sagen wir mal, Gehalt ausländischer Einflussnahme überschätzt wird. Vielleicht erstmal noch ein Wort dazu, was politische Entwicklungszusammenarbeit eigentlich macht. Und da fand ich sehr schön das Bild von Admiral Kähler heute Morgen, der ja sagte, das Militär ist der Anästhesist. Ich denke, die politische EZ ist die Reha oder der Fitnesstrainer. Das heißt, wir als Akteure der politischen EZ kommen da ins Spiel, wo Prozesse der Transformation, der Demokratisierung laufen und wirken dann als Katalysatoren, als Beschleuniger. Wir können Unterstützung leisten in Prozessen, die bereits laufen und die von Regierungen gewollt sind. Meine Damen und Herren, durch diese drei Vorträge haben wir jetzt wirklich ganz reichlich Stoff für die Diskussion. Freue mich auf Kommentare und Fragen. Ich fasse uns an mir an die eigene Nase. Meine Leute und wir fordern immer die Flüchtlingsaufnahme, wenn es um Syrien geht, ja, ohne wirklich eine Idee zu haben, was gegenüber den täglich um Zehntausende mehr werdenden Flüchtlingen überhaupt am Ursprung dieser unglaublichen Krise geschehen soll. Aber eine ähnliche Situation haben wir derzeit in der Ukraine. Stabilisierungsprogramme von unserer Seite, obwohl die andere Seite der Gegenspieler destabilisieren will. Und damit müssen wir uns das schon noch auseinandersetzen, jenseits dieser Entwicklungszusammenarbeit mit dem so freundlichen Gesicht, was wir alle gerne bei uns in der Republik gerne hätten. Frau Beck, ich kenne niemanden in der Bundesregierung, der das Thema Krim leichtfertig oder sehr verständnisvoll oder als Business as usual oder wir kehren zurück zu Business as usual angehe. Ich kenne viele, also es gibt es in der deutschen Diskussion ohne Frage, aber in der Bundesregierung oder in der EU, wenn ich mir das anschaue, was da jetzt passiert, wie wir umgehen mit Bürgern der Krim, die Visa haben wollen, um in den Westen zu reisen, mit Produkten, die auf der Krim produziert werden und dann exportiert werden. Da arbeitet Brüssel auf seine eigene gründliche, von mir aus auch bürokratische Art und Weise. Und das wird kein Business as usual sein, sondern das wird für diese Region und die Menschen dort wird das sehr, sehr schwierig sein. Und es wird ein Mühlstein sein um den russischen Hals, aus meiner Sicht. Ja, in vielen der vertraglichen Beziehungen, gerade zwischen Europa und Russland in der Zukunft. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt besonders optimistisch bin, dass sich die Lage dort innerhalb weniger Monate oder auch nur Jahre zurückdrehen ließe. Ja, da sind wir uns auch einig. Aber das, was wir sozusagen, dass das Unrecht war und Unrecht bleiben wird und wir es auch als solches behandeln werden, als Völkerrechtsbruch, daran höre ich eigentlich auf politischer Ebene niemanden rütteln, nicht in Deutschland und nicht auf der Brüsseler Ebene. Magdalena Kirchner, Deutsche Atlantische Gesellschaft. Vielen Dank für die Inputs, auch wenn ich mir, glaube ich, persönlich lieber gewünscht hätte, dass EZ eher als Gesundheitsvorsorge, denn als Reha verstanden wird, weil das Prävention wäre schon günstiger. Aber in dem Fall würde mich interessieren, wenn wir Stabilisierung als sagen, Ziel unseres entstehenden Vorgehens sehen, was sich vor allem auf die Verhinderung von Spillover oder langfristigen oder weitergehenden Destabilisierungsprozessen konzentriert. Wie entschieden sind wir denn, Herr Bagger, bei der Frage der Konfliktlösung? Also Sie hatten gesagt, Syrien, wir brauchen eine politische Lösung, eine militärische Lösung gibt es nicht. Im Irak liegt sie vielleicht noch auf der Hand. Seit Genf II ist nichts passiert. Gibt es nochmal einen politischen Anlauf? Also was für Projekte laufen noch? Ganz konkret Friends of Syria,
wie will man denn eine politische Lösung überhaupt des Konfliktes noch unterstützen können? Ich glaube, die Frage, was kann aus einem neuen Anlauf herauskommen? Ja, ein neuer Sondergesandter in der Nachfolge Brahimi, wo wird der ansetzen? Wo kann er überhaupt ansetzen? Ich glaube, wenn man an den politischen Kern will, so wie der Konflikt heute ist, und er ist eben, das hat Frau Beck ja auch gesagt, er ist heute ein anderer als vor 3 Jahren, aber dann kommt man an dem Gegensatz Iran, Saudi-Arabien nicht vorbei und an der Frage, wie kann man beide, sozusagen, wie kann man eine gewisse Schnittmenge von Interessen identifizieren, die am Ende beide mit an einen solchen Tisch bringen würde. Ich glaube, also für den, es gibt London 11, Friends of Syria geht weiter, aber auch da, das sind schwierige Diskussionen und am Ende ist es natürlich auch ein Ausdruck von, ein Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit, die muss man auch gar nicht verbergen. Ich glaube, all die, die sich jeden Tag mit diesem Konflikt beschäftigen, die sind auch geneigt, diese Ratlosigkeit umso offener zu demonstrieren. Ja. Vielleicht, Frau Kirchner, dass Sie nicht zufrieden sind mit der Reha-Funktion. Also ich glaube schon, also so habe ich das empfunden in meiner Arbeit in Ägypten, dass es vor allen Dingen darum geht, Prozesse zu unterstützen, die gewollt sind und die genuin im Land ablaufen, ja, wo es eine politische Entscheidung gab, wir wollen unser Justizsystem beispielsweise reformieren. Dann kommen Akteure wie die politischen Stiftungen spielen und sagen, da bieten wir Unterstützung an. Ne? Präventiv ist, glaube ich, eher die EZ, die Sie im Kopf haben. Aber wenn es um politische Beratungsangebote geht, dann muss der Impuls von den Staaten und Gesellschaften ausgehen. Ja? Wir sind keine Zwangsdemokratisatoren, die da reinkommen und sagen, bitteschön, mach das mal so. Also deshalb vielleicht nur zur Erklärung. Zur Frage Entwicklungspolitik als Rehabilitation. Ja, wir machen Krisenprävention und Krisenbewältigung in der gleichen Region am gleichen Tag in gleicher Weise. Wir sind mit hohen dreistelligen Beträgen bei der Abfederung des Flüchtlingselends in Syrien unterwegs, über deutsche Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Miserio und anderen, aber auch eben multilaterale Organisationen, hoher Flüchtlingskommissar. Aber vor allen Dingen fördern wir natürlich auch die aufnehmenden Gemeinden im Umfeld und präventiv sorgen dafür, dass durch Überforderung nicht einfach dort auch Instabilität eintritt. Stellen Sie sich vor, ein Land wie der Libanon, 4,5 Millionen Menschen Einwohnerschaft, haben über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Stellen Sie sich das auf Deutschland vor, was das für die aufnehmenden Gemeinden bedeutet. Und dann wissen Sie, Krisenprävention ist die eine Medaille von Krisenbewältigung. Nike Rödel, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Roderich Kiesewetter im Deutschen Bundestag. Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, Herr Jacobs, was den Sunni-Shia-Split angeht. Beziehungsweise mich würde ein Stück weit noch interessieren, auch mit Blick auf Ihre Ausführungen zum Islamismus und zum, wie Sie gesagt haben, radikaler Dschihadismus. Brutal primitiver Dschihadismus, um Sie da nochmal zu zitieren, wie Sie die Rolle Saudi-Arabiens einschätzen. Weil ich finde, dass die Hegemonialbestrebungen zwischen Saudi und Iran und die Finanzierungen einzelner radikaler Gruppen viel mehr zu diesem Sunni-Shia-Split beiträgt, als er eigentlich inherently in der Bevölkerung wirklich wiederzufinden wäre. Und mir kam Saudi noch ein bisschen zu wenig vor und deswegen würde mich interessieren, wie Sie die Rolle Saudi-Arabiens einordnen würden. Natürlich ist der Gegensatz oder der Unterschied zwischen Sunna und Schia theologisch nicht in Stein gemeißelt, ja, oder generiert automatisch Konflikte. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die konstruierte Realität in der Wahrnehmung der Leute. Ja, und da ist es letztendlich egal, ob man den zwischen Sunna oder Schia oder zwischen, weiß ich nicht, dem und dem Clan macht. Aber für die Leute, und das ist wirklich meine konkrete Erfahrung, vor allem im Irak und anderswo, ist das eine ganz, ganz massive Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist. Ja, und das wird momentan massiv missbraucht und zur Herstellung von Loyalitäten genutzt.